In den letzten zwei Wochen habe ich das Samsung Galaxy S24 getestet. Ein kompaktes Smartphone, das richtig gut ist und vor allem richtig wichtig für Samsung, für die Branche und auch für dich und mich. Warum? Das erkläre ich jetzt. Das hier ist schon das 15. Samsung Smartphone der Galaxy S-Reihe. Wie immer ist auch das Basismodell S24, also ohne Plus, Ultra, FE oder andere Anhängsel, ein kompaktes Telefon. Also kompakt, zumindest nach heutigen Maßstäben. Aber ist es auch gut? Finden wir es raus. Das S24 ist minimalistisch schön, würde ich sagen. Das Display ist flach, der Rahmen aus gehärtetem Armor Aluminium und wie schon beim S23 mit aus der Rückseite herausstehenden einzelnen Kameralinsen. Wackelt auf dem Tisch, mit einem Case habt ihr das Problem aber nicht mehr. Die Hardware-Tasten sind wie immer bei Samsung richtig gut gelungen. Robust ist das Teil auch, dank gehärtetem Gorilla Glass Victus 2 vorne und hinten und IP68 zertifiziertem Wasser- und Staubschutz. Das Display ist ein winziges bisschen größer als beim S23. Dank dünnerer Displayränder wirkt sich das aber kaum auf die Größe des Gerätes aus. Das S24 ist 0,7 mm länger, aber 0,3 mm schmaler als das S23. Kein merklicher Unterschied, nur die alten Cases passen halt nicht mehr. Und auch das Gewicht von 167 Gramm bleibt gleich. Das AMOLED-Display ist sehr gut. Es kann ziemlich hell werden und dank 120 Hertz schön flüssig. Und es passt dank LTPO-Technik die Bildrate dynamisch an den Bildinhalt an, was wiederum ein bisschen Akku spart. Ein Update? Ja, aber ein kleines. Und so ähnlich sieht's auch bei der Kamera aus. Das S24-Datenblatt zeigt praktisch keine Unterschiede zum S23. Nur in der Software hat Samsung ein bisschen feingetuned. Bilder sind jetzt nicht mehr ganz so stark nachgeschärft. Im Lowlight-Bereich gibt es ein paar kleine Verbesserungen und das Farbbild ist oft etwas natürlicher. Aber auch das sind Nuancen. Toll finde ich, dass Fotos automatisch in HDR aufgenommen und in den Galerie-Apps auch so angezeigt werden. Helle Stellen in euren Motiven wirken also auch auf dem Display strahlender. Beim Versand über Signal, WhatsApp und so weiter wird aber leider wieder auf SDR runtergerechnet. Seltsam verhält sich tatsächlich Instagram. Wenn ich ein Bild aus der Galerie über die Teilen-Funktion an Insta weiterreiche, gibt's kein HDR. Wenn ich das Bild hingegen in Instagram auswähle und von dort aus poste, hat es HDR. Wie schon beim Vorgänger bekommt man hier vor allem bei der Hauptkamera richtig gute Ergebnisse mit einer 1A Bildstabilisierung. Und es ist sehr flexibel dank des dreifach optischen Zooms und der Ultraweitwinkellinse. Ein Periskop-Zoom wie beim S24 Ultra wäre natürlich das Sahnehäubchen, aber das ist bei der Bauform einfach nicht möglich. Die einzige echte Schwäche, die ich ausmachen konnte, ist der Digitalzoom. Im Zehnfach-Zoom sieht man schon starke Rekonstruktionsspuren, den berüchtigten Aquarelleffekt. Und über den maximal möglichen 30-fach-Zoom müssen wir nicht sprechen. Unterm Strich ist das aber eine tolle Kamera und sicherlich das Beste, was man bei kompakten Smartphones aktuell finden kann. Bei der Software bin ich zwiegespalten. Einerseits greifen die alten Kritikpunkte. Super viel Bloatware von Samsung, von Microsoft, von Meta. Dazu funktionsgedoppelte Apps, also zwei Browser zum Beispiel, zwei Galerien, zwei App Stores. Und tief verbuddelt findet man immer noch Reste von Bixby. Viele Funktionen kann man auch nur mit einem Samsung-Account nutzen und so weiter. Und dann sind da noch so offensichtliche Fails. Warum sortiert Samsung nach so vielen Jahren die Apps im App-Drawer nicht standardmäßig alphabetisch? Das will mir nicht in den Kopf rein. Es nervt, dass man das S24 nach der Einrichtung erstmal vernünftig konfigurieren muss. Auch wenn ihr das mit unserem Schritt-für-Schritt-Tutorial in 20 Minuten erledigen könnt. Auf der anderen Seite hat Samsungs One UI aber auch einige echte Mehrwerte. Die Anpassungen für den Lockscreen, für den Homescreen und das Always-On-Display sind super. Bei den KI-Features, die Samsung als die große Revolution bei der S24-Serie verkauft, da bin ich ebenfalls zwiegespalten. Also grundsätzlich ist es super, dass der Funktionsumfang mit diesen ganzen Helferlein erweitert wird. Es hapert allerdings ein bisschen in der Praxis. Ein Beispiel, die Zusammenfassung der Aufzeichnung eines Meetings hat bei mir zum Beispiel überhaupt nicht gut funktioniert.
Da sind 60% dann irgendwie brauchbar, der Rest wird dann aber auch fantasiert oder unterschiedliche Themen irgendwie komisch zusammengeworfen. Bei der Bildbearbeitung gibt es zwar die automatische Löschfunktion und die Ausfüllung beim Drehen, aber auch da sind die Ergebnisse nicht immer überzeugend. Und die vom S24 Ultra bekannte Entfernung von Reflexionen, wenn man durch ein Fenster fotografiert, fehlt sogar ganz. Schade. Was gut funktioniert, ist, Objekte im Vordergrund per Langdruck zu kopieren und zu vergrößern. Das S24 ist kleiner als die meisten Smartphones und deswegen ist auch weniger Platz im Handy für eine große Batterie. Samsung hat es aber geschafft, hier trotzdem 4000 mAh reinzuholen. Aber die halten auch nicht ewig. Mit einem vollgeladenen Akku schaffe ich es ganz gut über den Tag. Viele Reserven sind dabei aber nicht übrig. Meistens lande ich bei 20% nach so einem normalen Tag mit etwa 18 Stunden. Die Ergebnisse können aber auch tatsächlich stark variieren. Die Laufzeit hängt nämlich stärker als bei anderen Telefonen davon ab, wie lang das Display an ist. Wenn ihr mehr Laufzeit braucht, empfehle ich euch auf jeden Fall, das Always-On-Display auszuschalten. Ansonsten ist immer eine gute Idee, zwischendurch nachzutanken. Mit 25 Watt ist die Ladeleistung aber nicht super hoch. Wir brauchen hier rund 30 Minuten, um von 0% auf 50% zu kommen. Kabellos lädt das S24 mit bis zu 15 Watt auf. Und umgekehrtes Laden, zum Beispiel für Kopfhörer, wird auch unterstützt. Das ist also insgesamt okay, aber bei der Ladegeschwindigkeit schon ein bisschen enttäuschend. Gerade wenn man bedenkt, wie schnell man zum Beispiel die Smartphones von Xiaomi und Honor aufladen kann. Da ist dann meistens auch ein Netzteil dabei, bei Samsung wiederum nicht. Beim Speicher bleibt alles beim Alten. Der Exynos 2400 Chip hier im Gerät ist zumindest ein bisschen leistungsfähiger als der Snapdragon 8 Gen 2 im S23, kommt dabei aber auch nicht an den Snapdragon 8 Gen 3 im S24 Ultra ran. In Benchmarks und bei der Alltagsenergieeffizienz ist das S24 etwas besser. Beim Spielen wird das S24 aber wärmer und entleert sich schneller als sein Vorgänger. Wenn du jetzt nicht den ganzen Tag High-End-Games auf deinem Handy zockst, wird das aber keinen großen Unterschied machen. Ausdrücklich loben möchte ich übrigens die Verbindungsqualität. Kein Smartphone, das ich in den letzten Jahren getestet habe, klang so klar und verständlich beim Telefonieren. Kommen wir zu einem Fazit. Das S24 ist ein robustes Update in der Tradition der Reihe, aber keine Revolution. Und nein, die KI-Features bieten noch keinen Mehrwert, der so groß ist, dass es sich zu wechseln lohnt. So sehr uns das Samsung auch als Revolution verkaufen will. Gegenüber dem S23 ist das S24 also eher ein Sidegrade als ein Upgrade. Wer aber ein S22 oder ein älteres Telefon der Reihe hat und überlegt, abzugraden, kann das ohne schlechtes Gewissen tun. Warum ist das S24 nun trotzdem ein wichtiges Telefon? Naja, weil es die beste Option für alle Leute ist, die ein kleines Smartphone haben wollen, das High-End-Specs bietet, eine super Kamera hat und richtig viel Performance. Diese Zielgruppe wird von den meisten Herstellern nämlich sträflich vernachlässigt. Dank der Update-Garantie könnt ihr es auch richtig lange benutzen. Also allein als Statement von Samsung ist das schon viel wert und sollte anderen Herstellern als Beispiel dienen. Was sagt ihr jetzt zum S24? Findet ihr es geil oder bevorzugt ihr eher ein größeres Modell, das S24 Plus oder Ultra oder gar ein ganz anderes Smartphone? Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat, gebt mir ein Like, abonniert unbedingt unseren Kanal auf YouTube, da verpasst ihr keinen weiteren Testbericht. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!